So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Bauchrückentraining. Wir machen 30 Minuten heute alles auf dem Boden, alles für die Körpermitte. Und wir starten heute einmal im Sitzen. Wir arbeiten immer 45 Sekunden und machen 15 Sekunden Pause. Gar nicht, 12 Sekunden Pause. Genau. So, einmal die Beine so. Aufstellen, Bauch fest, Brust raus, Arme an die Seite und wir drehen uns. Schön den Rücken lang ziehen, Ellenbogen auf Schulterhöhe, Spannung bis in die Fingerspitzen und die Pobacken bleiben am Boden. Noch 20 Sekunden. Und die letzten 10. Super, einmal kurz Pause machen. Einmal den Rücken entlasten, ein bisschen rund machen. Jetzt die Beine nach vorne ausstrecken, große Armkreise. Die ganze Zeit gerade sitzen und hier die Kreise ziehen. Der Rücken hält dich gerade, Bauch schön einziehen und schön aus den Armen kreisen. Und nur noch 15 Sekunden. Und nur noch 5. Super, einmal wieder Pause machen. Wir stützen uns hinten ab. Und die Beine ran und lang. Ran und lang. Ran ist ausatmen. Hier aus, ein. Aus, ein. Die Bauchmuskeln ziehen sich zusammen. Noch 15 Sekunden. Und die letzten 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und einmal Pause machen. Wir bleiben immer noch sitzen. Rücken lang, Arme nach vorne, nach hinten lehnen. Und dann immer einen Arm nach hinten. Immer noch den Rücken lang, den Bauch fest. Und noch 15 Sekunden. Was an den Armen nach vorne. Rund.
sprich. Zieh. Und lang. Noch 10 Sekunden. Einmal ausschütteln. Das hat so ein bisschen hier die Hüfte geöffnet, die Innenschenkel gedehnt und die Rückenmuskulatur bearbeitet. Jetzt gehen wir hier auf die Unterarme. Beine strecken, beugen. Du bist hier abgestützt, ne? Den Bauch die ganze Zeit einziehen und dann so weit nach oben strecken, wie es geht. Die ganze Zeit den Bauch festkneifen, einziehen. Und die letzten 10 Sekunden. Und ab. Einmal hinlegen. Jetzt diagonal, zieh, andere Seite. Ellenbogen und Knie diagonal zusammenbringen. Wenn du hochschiebst, ausatmen, lang einatmen. Ausatmen. Und nochmal 10 Sekunden dazu. Super, einmal liegen bleiben. Hände unter den Popo. Große Fahrradfahrbewegung. Und los geht's. Schön 45 Sekunden. Becken, nee, gar nicht Becken, nicht. Handflächen zum Boden und den Bauch ganz feste einziehen. Die ganze Zeit. Schön weit nach vorne strecken die Beine. Wenn du magst, komm noch mit dem Oberkörper hoch. Für die letzten 15 Sekunden. Und nur noch 6. Und einmal Pause. Super. So, jetzt einmal den Popo hoch. Und jetzt mit angespannten Pobacken. Arme öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Der untere Rücken arbeitet hier mit. Bisschen Po, hinterer Oberschenkel, aber Rücken und Bauch sind ja hier heute im Fokus. Öffnen und schließen die Arme und die ganze Zeit Bauchspannung, die ganze Zeit Po-Spannung. Den Bauchnabel einziehen. Noch 15 Sekunden. Beine hoch und wir ziehen uns immer nur nach links, 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 45 Sekunden lang nach links, mit der rechten Hand nach links. Die andere Hand unterstützt ein bisschen meine Nacken- und Halsmuskulatur. Hoch ausatmen, runter ein. Wenn du die Beine nicht gestreckt kriegst, mach so. Hauptsache, du gehst schräg nach oben.
die gleiche Seite. Und nochmal 12 Sekunden dazu. Super. Merkt euch, erst eine andere Übung und dann müssen wir zur anderen Seite. Merkt euch, welche Seite, ne? Hände unter den Popo und die Beine nach vorne und wieder hoch. Runter einatmen, hoch aus. Wenn es zu schwer ist, ein Bein und dann das andere Bein. Ganze Zeit Bauchnabel fest einziehen. Wichtig, dass der Bauch aktiv mitarbeitet hier. Den müsst ihr aktiv anspannen. Nicht alles aus dem Hüftbeuger oder aus den Oberschenkeln ziehen. Bauch fest. Vor allem, wenn du hochkommst. Zieh den ein und dann drück die Beine hoch. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Super. Jetzt kommt die andere Seite. Ich muss jetzt mit der linken Hand nach rechts. Meine rechte Hand ist am Kopf. Und los. 45 Sekunden zur anderen Seite. Und nochmal 15 Sekunden. Zur Seite kreisen und hoch. Da schmeiße ich jedes Mal die Pflanze um, ist nicht schlimm. Ist eh nicht echt. So, also runter. Dann trennen die sich, kreisen nach oben ziehen. Dann merkt man so richtig nochmal, wie man zum Hochziehen der Beine kreisförmig den Bauch richtig schön anspannen muss. Beine außen sind und ich ziehe die hoch, dann nochmal richtig fest anspannen. Super. So, die Beine jetzt so hoch, Hände zu den Knien, also hier so an die Oberschenkel, fast an den Knien, drücken, ganz fest zusammendrücken. Knie und Hände gegeneinander drücken. Und wenn du möchtest, jetzt noch den Oberkörper hoch und weiter drücken. Feste, komm, komm, komm. Bauch einziehen. Drück die vier gegeneinander, noch ein bisschen mehr. Hälfte. Weiter drücken. Tiefenmuskulatur, Bauch. Komm, 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 noch ein bisschen mehr. Bauch fester einziehen, noch fester einziehen. Und die letzten 10 Sekunden nochmal ganz feste drücken. Und die letzten 5. Drück, 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 drück. Komm, komm, komm. Feste. Und ab. Super. Sehr gut. Beine ausstrecken. Versuch mal so in ein Sit-up zu kommen. Hopp, mit gestreckten Beinen. Wenn du nicht hochkommst, dann machst du jetzt hier einfach nur solche Crunches. Okay? Ansonsten versuch. Wichtig auch, dieses langsame Ablegen, nicht plumpsen. Halt mit der Bauchmuskulatur dagegen. Noch
20 Sekunden. Und die letzten 8. Und stopp, super. So, Arme hoch und jetzt zusammenbringen, umarm dich und wieder lang. Zusammenbringen, umarm deine Knie und wieder lang. Hohes Ausatmen, lang einatmen. Aus und ein. Mit der Kraft aus dem Bauch zieh dich klein. Und langsam wieder ablegen. Die letzten 6, 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Super. Die Knie zur einen Seite. Knie, das Becken zur Seite. Übereinander die Knie. Und jetzt hoch und ab. Hoch und ab. Nur aus dem Bauch hochziehen, nicht am Kopf ziehen. Hoches Ausatmen. Aus, runter, ein. Bauch festmachen. Noch 15 Sekunden. Und stopp. Super. Einmal auf die andere Seite. Die Brust geht gerade nach oben. Die Ellenbogen bleiben außen. Und los. Auch wenn das nur eine kleine Bewegung ist. Der Bauch arbeitet hier trotzdem. Sonst könntet ihr euch ja gar nicht hochziehen. Auch nicht eine kleine Bewegung. Also klein, weniger ist mehr. Ich merke, dass ich die länger nicht gemacht habe, so in der Stellung. Eine Seite läuft vielleicht auch besser als die andere. Bei mir lief auf jeden Fall die zweite Seite jetzt schlechter. Die erste war besser bei mir. Und stopp. Super. So, im Rückenlagen sind wir fertig. Wir drehen uns um. Starten in der hohen Plank. Entweder hältst du die Grundposition oder du tippst immer einen Fuß nach vorne. Also, entweder so halten oder tipp ab, tipp ab. Du musst das Gewicht schön nach vorne verlagern. Popo flach. Und die letzten 20 Sekunden noch. Wenn es nicht mehr geht, machst du halt etwas eher Pause. Die letzten 10 Sekunden. Und einmal auf den Bauch ablegen. Oberkörper hoch, Arme nach außen und wie ein Vogel flattern. Die Brust liegt nicht am Boden, ne? Ich bin abgehoben im Oberkörper und ich habe die Arme seitlich. Die Arme seitlich, nicht hier hinten. Seitlich.
auf Schulterhöhe. Hier sind meine Schultern und da an der Seite federe ich die Arme. Oberkörper oben, Pobacken fest, Blick zur Matte. Die letzten 10 Sekunden jetzt. Drei, zwei, eins und ablegen. Super. Jetzt paddeln hinten die Beine. Ja, gestreckte Beine, ganz viel Po-Spannung und los geht's. Den Bauch trotzdem einziehen, auch wenn wir jetzt auf dem Bauch drauf liegen. Mit anspannen. Po-Backen fest, Beine gestreckt. Zieht bis in den unteren Rücken. Komm, nochmal festmachen. Große Paddelbewegung. Und die letzten 8 Sekunden. Und Pause. Wir gehen in die tiefe Plank. So, entweder halten oder im Wechsel den Arm nach vorne strecken und dann den anderen Arm nach vorne. Du musst das nicht machen. Du kannst auch die Grundposition halten. Noch 20 Sekunden. Und die letzten 10. Jetzt gehen wir gleich auf die Knie. 3, 2, 1 und stopp. So, wir gehen auf die Knie. So. Lehnen uns nach vorne und jetzt im Wechsel vor, rück, vor, rück. Mit leicht nach vorne geneigtem Oberkörper. Die Arme im Wechsel nach vorne strecken und ran, strecken und ran. Bauch ganz, ganz fest einziehen, Rücken lang. Noch 20 Sekunden. Und schon nur noch die letzten 8 Sekunden hier. Super. Jetzt einmal so. Dann hebst du Bein und diagonalen Arm ab. Zusammenziehen, lang und abstellen. Andere Seite. Abheben, zusammenziehen, lang und abstellen. Seite wechseln. Seite wechseln. Strecken, zusammenziehen, strecken, Seite wechseln. Immer gegenüberliegendes Bein und Arm. Und die letzten 10 Sekunden. Super. Und einmal kurz Pause. Einmal auslockern. Schultern nach hinten kreisen. Super. So, wir gehen auf jeden Fall jetzt nochmal in die seitliche Plank. Diese hier. Entweder hältst du so, Knie und Unterschenkel unten oder so. So, und los geht's.
Du suchst dir die Variante aus, die du schaffst. Gleichmäßig weiteratmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus, wenn es geht. Die letzten 20 Sekunden. Und nur noch 10. Ich weiß, es ist eine sehr anspruchsvolle Übung. 4, 3, 2, 1 und Stopp. Du kannst ja immer zu der leichteren Variante übergehen oder eben Pause machen zwischendurch. Bei 45 Sekunden ist das völlig in Ordnung. Achtung, Seite 2. Entweder so oder so. Das ist milder, ne? Gerade eine Linie von Fuß bis Schulter. Halbe Minute noch. Ihr müsst euch hart wie ein Brett machen. Die Pobacken anspannen. Den Bauch einziehen. Und atmen nicht vergessen. Ganz wichtig, weiter atmen. Die letzten 15 Sekunden. Und nur noch 8. 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Super. Wir machen den Russian Twist. Ich möchte dieses Mal, dass ihr nicht bis auf den Boden geht mit euren Fingern. Also nicht so. So machen wir das sonst meistens. Diesmal lassen wir die Arme hier oben lang und drehen uns mit den Armen, während die Pobacken die ganze Zeit am Boden bleiben. Ich mache hier so eine Raute. Daumen und Zeigefinger zusammen. Und wichtig, langer Rücken. Viele machen dann so. Zieh dich lang, Brust raus. 10 Sekunden noch. 5. Und Stopp. Na, also ich zeige es nochmal. Viele, die machen dann so. Aber ihr müsst die Brust raus und den Rücken lang. Großer Unterschied. So, dann nochmal hinlegen. Und ganz normale Crunches. Jetzt ist der Bauch so richtig schön aktiviert. Jetzt wollen wir uns nochmal ausdehnen. Bauchmuskeln. Crunchen. Hoches Ausatmen. So, pass auf. Finger zu den Knien und kleine am obersten Punkt Feder. Kleine Minis. Komm, ganz, ganz hoch. Am höchsten Punkt federn. Und ablegen. Der Reverse Crunch, den machen wir auch noch. Arme links und rechts und dann aus der unteren Bauchmuskulatur den Popo anheben. Boah, das ist so schwer, weil die unteren Bauchmuskeln, die trainiert man oft nicht so isoliert. Aber bei mir ist sowieso oft bei Kraft die ersten Wiederholungen finde ich schwieriger als die anderen letzten, weil dann so alles so schön aktiviert ist. Jetzt geht es schon 4 runter. Richtig schön hochdrücken mit der Ausatmung. Und ab. Jetzt merken wir unseren Bauch schon richtig, ne? So, Beine wieder hier hin. Und du versuchst hinter den Knien zu klatschen. Klatsch. Klatsch. Klatsch.
nochmal 20 Sekunden. Und nur noch 8 Sekunden. Komm, ist die letzte Übung. Habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Das war's. Ab. Super. Sehr schön. Bei den 45 Sekunden, da kommt man auch richtig schön rein in die Übung, ne? Bei 30, da gongt's oft schon so schnell. So, Arme über den Kopf, Beine nach vorne, lang ausstrecken und richtig schön auseinanderziehen. Lang stricken. Und lösen. Dann einmal die Knie ranziehen und kreisen. Den Rücken massieren. Unterer Rückenbereich, Popo. Und die Richtung wechseln. Sehr gut. Dann einmal für den runden Rücken. So schwingen. Oder wie sage ich dazu immer? Rückenrolle. Die Rückenrolle. Richtig rund machen. Da braucht man auf jeden Fall eine Matte für oder einen dicken Teppich. Sonst tut das an der Wirbelsäule weh. Und dann ins Sitzen schwingen. Super. Und weil die Halsmuskeln hier, diese Muskelstränge immer so krass mitarbeiten. Bei solchen Übungen können wir dir auch nochmal zum Schluss dehnen. Ne? Ich weiß, dass das zwischendurch hier so, dann tut das hier weh, dann muss man wieder die Hände an den Kopf nehmen. Aber auch die Muskeln werden ja trainiert. Die werden ja mit der Zeit besser. Ne? Und stärker. Halten noch ein bisschen. Und dann einmal zur anderen Seite. Schultern ganz, ganz locker hängen lassen. Und dann wieder gerade. Im Wechsel. Den rechten Arm hochstrecken, den linken Arm hochstrecken, Rippen auseinanderziehen. Die liebe ich auch am Ende immer so eine Übung, weil man sich nochmal so lang macht, die Schulter reckt und streckt. Und lösen. Dann einmal nach hinten rund und aufrichten. Rund. Das, was ihr eben bei dem Russian Twist nicht machen solltet, jetzt hier ganz bewusst Kinn zur Brust rund machen, aufrichten. Noch zweimal. Und letztes Mal. Und lösen. Die Schultern locker, locker, locker lassen. Und dann haben wir es für heute geschafft. Dankeschön. Bis nächstes Mal.